Die heutige Folge zeigt 10 prähistorische Kreaturen, die immer noch auf diesem Planeten wandeln. Mach dich bereit, faszinierende Fakten zu sehen. Oh, here comes the face. Is that his head right there? No, that's the rump end. Nummer 10. Babirusa. Hirscheber, wie sie auch genannt werden, sind genau wie Schweine, wenn man von den Hauern der Keile absieht, die ihnen im Bogen entgegenwachsen. Irgendwie erinnern mich diese Schweine an Orks. Der gedrungene, kurzschwänzige Babirusa hat eine Schulterhöhe von 65 bis 80 cm. Seine wenigen Haare sind rau und gräulich. Aber die Stoßzähne bleiben natürlich ein unschlagbarer Hingucker. Und sie wachsen so lange, bis sie das arme Tier schließlich an der Stirn berühren. Der Babirusa ist ein gelehriges, zurückhaltendes, nachtaktives Dschungeltier. Er ist ein schneller Läufer und schwimmt gerne. Bei der Nahrungssuche wühlt er in weichem Boden in der Nähe von Flüssen und Sümpfen. Das Babirusa ist so alt, dass es auf indonesischen Höhlenmalereien von vor 35.000 Jahren zu sehen ist. Übrigens schmeckt es wohl recht gut und wird deswegen gejagt. Nummer 9. Die Martialis heureka Ameisen. Ja klar, Ameisen wirken jetzt nicht besonders spannend. Doch diese wurden erst im Jahr 2000 im Amazonas-Regenwald in der Nähe von Manaus in Brasilien entdeckt. Die kleinen Kerlchen leben unter der Erde und sind sogar zu 100% blind. Deswegen und wegen der ungewöhnlichen Morphologie erhielten sie den Gattungsnamen vom Mars. Sie bauen riesige und unglaublich massive Tunnelsysteme und lauern dort auf ihre Opfer. Martialis heureka Ameisen haben einen der ältesten nachweisbaren Genpools und es wird geschätzt, dass sie seit etwa 120 Millionen Jahren auf der Erde leben. Ich weiß, dass du dich fragst, wie sie sich fortbewegen, da sie blind sind. Ist das nicht einfach krass? Nummer 8. Koboldhai. Koboldhaie sind uralte Vertreter der Fischfamilie. Sie leben auf dem Grund des Ozeans entlang der Kontinentalschelfe oder an den Rändern eines Kontinents. Diese rosafarbenen Tiere können bis zu 3,6 Meter lang und bis zu 210 Kilo schwer werden. Das Bemerkenswerte ist ihre Jagdmethode. Es ist furchterregend, denn ihr Kiefer schießt aus dem Maul hervor. Der Kiefer ist mit einem 7 cm langen Hautlappen verbunden, der sich entfalten kann. Dann packt er seine Beute mit den Zähnen. Nachdem er die Mahlzeit verschlungen hat, renkt der Hai seinen Kiefer wieder ein und schwimmt davon. Die ersten Koboldhaie lebten vor etwa 125 Millionen Jahren. Nummer 7. Komodowarane. Eine Freundin von mir findet Echsen cool. Sie würde ihre Worte sicher revidieren, wenn sie auf einen Komodowaran trifft. Diese besondere Echsenart lebt auf den indonesischen Inseln Komodo, Rinca, Flores und Gilimutang. Sie gehört zur Familie der Varanidae und ist die größte lebende Echse der Welt, die in seltenen Fällen sogar 3,70 Meter erreicht. Diese Riesen dominieren die Ökosysteme, in denen sie leben. Komodowarane wurden erstmals 1910 von westlichen Wissenschaftlern erfasst. Ihre Größe und ihr furchterregender Ruf sind so einzigartig, dass sie in vielen Zoos eingeführt wurden. Fun Fact ist, dass die gigantischen Echsen so viel wie ein Mensch und mehr wiegen können. Für unsere mutigen Zuschauer schlage ich vor, dass ihr ihnen einen Besuch im Zoo abstattet. Nummer 6. Schuhschnabel. Hast du schon einmal vom Walschnabel, Abu Markub oder Schuhschnabelstorch gehört? Der große, urige Vogel hat einen schuhförmigen Schnabel. Erwachsene Tiere sind hauptsächlich grau, während die Jungtiere brauner sind. Er hält sich in großen Sümpfen rund um das tropische Ostafrika, vom Südsudan bis Sambia auf. Der Schuhschnabel ist mit 1,20 Meter gigantisch.
Wissenswert ist, dass er seine Flügel beim Segelflug abflacht und den Hals einzieht. Bei 150 Schlägen pro Minute zählt er eher zu den langsamsten aller Vögel, mit Ausnahme größerer Storchenarten. Der Schuhschnabel ist für seine langsamen Bewegungen und die Tendenz, lange Zeit regungslos zu verharren, bekannt. Da werden selbst Statuen neidisch. Sie reagieren auf Störungen sehr empfindlich und verlassen ihr Nest, wenn sie von Menschen aufgescheucht werden. Nummer 5. Das wilde baktrische Kamel. Einhöckrige Kamele sind dir als Transportmittel bestimmt geläufig. Trampeltiere sind genauso. Ihre langen, schmalen, schlitzartigen Nasenlöcher, die Doppelreihe langer, dicker Wimpern und die haarigen Ohren schützen sie vor Wüstensandstürmen. Die baktrischen Kamele haben zähe, ungeteilte Sohlen mit zwei großen, weit gespreizten Zehen und einer Hornschicht, die es ihnen ermöglicht, auf rauem und heißem, steinigem oder sandigem Terrain zu laufen. Ihr dichtes und zotteliges Fell verfärbt sich im Winter hellbraun oder beige. Sie bilden Gruppen von bis zu 30 Individuen, was von der verfügbaren Nahrungsmenge abhängt. Ihre Lebenserwartung beträgt etwa 40 Jahre und sie vermehren sich hauptsächlich im Winter, wobei es zu Überschneidungen mit der Regenzeit kommt. Laut Weltnaturschutzunion sind sie in freier Wildbahn vom Aussterben bedroht. Es gibt nur noch rund 1000 Exemplare. Nummer 4. Der Moschusochse. Erinnerst du dich an die Cartoons mit den haarigen, seltsamen Ochsen? Dann ist der Moschusochse nichts Neues für dich. Das arktische Hufsäugetier stammt aus der Familie der Bovidae. Das Fell der Männchen verströmt während der saisonalen Brunft einen Moschusgeruch, welcher die Weibchen anlocken soll. Wie verführerisch! Beide Geschlechter haben lange gebogene Hörner mit etwa 1,10 Meter bis 1,50 Meter Höhe an der Schulter. Die Weibchen folgen mit etwa 1,35 bis 2 Meter Länge und einem kleinen Schwanz, der unter dem Fell verborgen liegt und ohnehin nur 10 cm misst. Ausgewachsene Tiere wiegen durchschnittlich 285 Kilo, aber mindestens 180 und maximal 410 Kilogramm. Da sie bereits vor 187.000 bis 129.000 Jahren lebten, bleiben sie echt faszinierend. Nummer 3. Der Ameisenigel. Die Kombination aus Igel und Stachelschwein wirkt gar nicht so fremd. Echidnas sind mittelgroße, einzelgängerische Säugetiere, die mit grobem Haar und Stacheln schwarz oder braun gefärbt sind. Es wurden aber auch Albino-Varianten mit rosa Augen und weißen Stacheln gesichtet. Ihre längliche, schlanke Schnauze fungiert sowohl als Mund als auch als Nase. Bei extremen Temperaturen suchen sie in Höhlen oder Felsspalten Schutz und ersparen sich das schlechte Wetter. Sie leben in Wäldern, ja, wo auch sonst. Sie verstecken sich unter Vegetation, Wurzeln oder Schutthaufen. Sie sind eines der wenigen Säugetiere, das Eier legt. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung beträgt in freier Wildbahn etwa 14 bis 16 Jahre. Ausgewachsene Weibchen wiegen 4,5 und Männchen 6 Kilo. Sie wirken nicht besonders riesig, also passt das mit dem Gewicht. Kein Wunder, dass sie gemäßigte Temperaturen bevorzugen. Jetzt kommen zwei Kandidaten, die du nicht verpassen solltest. Vertrau mir, denn du hast wahrscheinlich noch nie von ihnen gehört. Also, weiter geht's. Nummer 2. Das gemeine Perlboot. Wenn dieses Wesen mal nicht einem Alien gleicht. Der Tiefseebewohner lebt vor Australien und Indonesien, aber du kannst ihn auch im berühmten Monterey Bay Aquarium in Kalifornien aus nächster Nähe bewundern. Die Kopffüßler gehören zu den ältesten Tieren der Welt, denn es wurden Fossilien von vor 500 Millionen Jahren gefunden, die exakt wie die heutigen Nautilidae aussehen. Die mobilen, bentischen Bodenbewohner bewegen sich vertikal durchs Wasser, indem sie ihren Auftrieb über Wasser- und Gasdruck in ihren Kammern regulieren. Dazu kommt ihr Düsenantrieb. Ihre Augen haben keine Linsen oder Hornhaut, doch sie können mit ihnen chemisch ihre Nahrung lokalisieren. Nummer 1. Neunauge. Dieser kieferlose Fisch hat ein trichterförmiges Saugmaul mit Hornzähnen.
Der gebräuchliche Name Neunauge wird vom lateinischen Lampetra abgeleitet, was Steinlecker bedeutet. Die aalförmigen Tiere sind keine Schande, wie mancher meint. Es existieren 38 Arten, wovon 5 ausgestorben sind. Berühmt wurden natürlich nur die parasitären Vertreter, die sich in das Fleisch anderer Fische bohren, um deren Blut zu saugen. Das älteste Fossil aus Südafrika ist etwa 360 Millionen Jahre alt und ist den modernen Arten verblüffend ähnlich. Nur 18 Neunaugenarten behelfen sich durch andere Tiere. Davon wandern 9 vom Salzwasser ins Süßwasser, um zu laichen. Die anderen 9 sind reine Süßwasserbewohner. Alle nicht-karnivoren Formen sind Süßwasserarten. Neunaugen leben meist in Küsten und Süßwasser und sind in den meisten gemäßigten Regionen zu finden. Es gibt zahlreiche prähistorische Tiere, die genauso faszinierend sind. Bei zahlreichen Arten wird entdeckt, dass es sie seit geraumer Zeit gibt. Tu Gutes, drück auf Gefällt mir und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um sofort benachrichtigt zu werden, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Wir wollen gerne deine Überlegungen zu diesem Video hören, also schreib sie in die Kommentare.